So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise wir sind zurück beim großen Samyang Nudel Taste. Verschiedene Hot Chicken Flavor Ramen Nudeln von Samyang, den schärfsten Instant Nudeln der Welt. Wir haben hier unsere Box, haben wir bekommen per Fanpost, haben da letztens schon mal rein. Oh, da lag noch das Gummihuhn vom Adi. Das hast du doch mit Absicht dahin. Nee, das lag zwar, aber irgendwie habe ich es momentan nicht berührt gehabt, aber jetzt hat es Geräusche gemacht. War zu faul, das wegzuräumen. Wir haben unsere große Samyang Nudelbox. Jetzt haben wir beim letzten Montag haben wir uns hier diese Samyang Bulldog Cheese Nudeln rausgesucht, haben die probiert. Die waren so genial und die haben nicht einfach nur noch Käse geschmeckt. Die waren immer noch sauscharf und zusätzlich mit dieser Käsemuchte. Und gleichzeitig war das so köstlich und delicious, dass ich gesagt habe, ich muss aufhören, diese Too Spicy auf meine Wunschliste ganz oben zu packen. Denn da brennt ja unten alles weg. Du musst die Cheese Bulldog draufpacken. Aber weil es noch andere Sorten gibt, wollen wir heute mal aus dem Karton die nächste Sorte ziehen. Und was eignet sich da besser? Neben Cheese gibt es heute einfach Samyang Bulldog Carbonara. Mit Carbonara für mich ist eigentlich Schinken und Sahne. Jetzt ist hier irgendwie Käse und Sahne. Also ich denke mal, die sind auch nicht so scharf wie die anderen. Dürfen sie eigentlich gar nicht. Sonst hätte Too Spicy gar keinen Sinn. Das müssten die schärfsten sein. Man freut sich also heute auf die Samyang Carbonara Nudeln. Die werden wir jetzt machen. Wir werden euch dann zeigen, wenn die fertig sind. Wenn wir das Zeug draufpacken, auf den Teller alles, was da so drin ist. Beziehungsweise was drin ist, können wir uns schon mal angucken. Denn normal haben wir ja immer ein Tütchen mit Algen und Sesam. Plus der scharfen Soße. Hier habt ihr ein Tütchen mit scharfer Soße. Und hier ein Tütchen, was anderes, eben was Rosanes. Da müsste also dieses Pulver drin sein, was beim letzten Mal Cheese war, in der gelben Tüte. Ihr habt jetzt eine rosane Tüte, was dann hoffentlich Schinken, Sahne, Käse, irgendwas sein soll. Ich bin gespannt. Habt ihr die schon mal probiert? Schreibt's mal rein. Wir sehen uns gleich zurück, wenn die fertig sind. So, wir sind zurück. Die Nudeln sind fertig, beziehungsweise sind die Nudeln sogar mehr als fertig. Pupsi hat auch gerade eben gesagt, und ich so, ach, die Nudeln. Jetzt bin ich nochmal zurück in die Küche, hab die Nudeln gesucht, hab die auch gefunden. Da kam eine Dampfwolke, ich sag's euch, die armen Nudeln, die haben sowas von gelitten. Das ist jetzt alles nur Matsch. Jetzt packt man hier natürlich wieder diese Soße drauf. Wirkt ein bisschen, im Vergleich zu den anderen Beuteln, ist dieser Soßenbeutel deutlich irgendwie kleiner, beziehungsweise nicht so länglich, ist also weniger Soße drin. Die Soße wirkt auch eher rötlich, also dunkelrot. Die andere war immer so extrem tief schwarz. Aber es darf natürlich, ist ja klar, es ist, kann ja nicht genau die gleiche Soße sein, komplett. Außer Too Spicy heißt, dass halt doppelt so viel Soße drin ist und ansonsten überall die gleiche Soße dran. Jetzt machen wir natürlich den Beutel noch auf. Hier ist es ganz besonders interessant, was da drin ist. Habt ihr eine schöne, ja keine Ahnung was, Pulvermischung, irgendwelchen Zeug, packen das also hier drauf, eine Mischung aus Käse, würzigen Schinkengeschmacks, alles dabei, schön rosa. Die Nudeln sehen halt jetzt total wenig und mickrig aus, sieht aber eigentlich an sich ganz chillig aus, keine Ahnung. Wenn mir jemand sagt, das ist von Samyang, würde ich gar nicht erkennen, würde sagen, erzähle nicht. Ich kenne Samyang, da brennt ja alles weg. Das ist komplett schwarz. Was hat das mit Samyang zu tun? Dürfte aber trotzdem scharf sein. Es ist halt jetzt hier eine richtige nudelige Matsche. Wir machen das aber trotzdem rum, dass das irgendwie verteilt ist. Wir haben es ja eh schon wieder falsch gemacht. Normalerweise musst du die Nudeln ein bisschen aufkochen, dann füllst du das Wasser ab, lässt aber ein bisschen Brühe übrig und tust das Wasser mit den restlichen Nudeln in der Pfanne nochmal anbraten. Hier ist jetzt gar kein Wasser dabei, gar nichts.
was sonst nicht weiter tragisch ist. Mir die Soße schön haftet an den Nudeln. Hier jetzt aber es durch das ganze Pulver richtig trocken ist, die Nudeln gar nicht so soßig aussehen wie sonst. Wir machen das trotzdem alles rum. Ja, ein bisschen was am Finger gehabt. Oh, das darfst du nicht in den falschen Hals kriegen. Samyang Bulldog Carbonara. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie der schmeckt. Einfach hier so eine Gabel nehmen, aus der Mitte ein bisschen rumleiern und dann zum Mund führen. Okay. Wirkt erstmal auf jeden Fall relativ mild. Pupsi hat ja beim letzten Mal, als sie die Käse probiert hat, gesagt, die sind so gut. Sie bestellt sich auch direkt ein ganzes 5er-Pack. Das war dann aber hier bei mir. Sie konnte es nicht aushalten, bis sie wieder bei mir ist. Hat sich für zu Hause auch ein 5er-Pack bestellt. Hat das 5er-Pack aufgemacht, eine Packung gemacht und den Rest weggeworfen von dieser einen Packung, weil sie gesagt hat, es war ihr doch zu scharf. Sie hat es von mir besser in Erinnerung gehabt. Die dürften aber wirklich nicht zu scharf für sie sein. Das heißt, ich glaube, wenn Pupsi sich wieder eine Packung holt, werden das keine Cheese-Nudeln, sondern die Carbonara-Nudeln. Ihr habt eine kleine, würzige, scharfe Note noch auf der Zunge drauf. Aber der Rest ist wirklich angenehm zu essen. Ist natürlich klar, ist jetzt ein bisschen Stand schon wieder da, ist jetzt gar nicht mehr so heiß. Ihr wisst, Schärfe kommt durch Hitze. Wenn ihr was scharfe, eine scharfe Mahlzeit habt, die schon kalt ist, dann ist sie nicht so scharf, wie wenn die heiß ist und scharf gleichzeitig, weil dann die Rezeptoren alle angeleitet werden da hier. Das heißt, ich werde noch eine Gabel nehmen. Dann muss ich den Teller aber trotzdem zu Pupsi bringen, dass sie das auch mal probiert. Und dann seht ihr, ist der Teller auch im Prinzip schon wieder fast ganz leer. Also Leute, die wirklich gar keinen Schaf mögen, die werden auch bei dem sagen, nee, ah, was ist denn das? Da brennt mir ja alles und es geht gar nicht. Aber ich muss sagen, sehr cooles Paket auf jeden Fall. Mit den verschiedenen Samyang-Sorten. Too Spicy, der Burner. Cheese letztens, richtig genial. Auch Carbonara, nochmal eine ganz andere Variante. Noch ein bisschen milder sogar. Wir haben noch einige Packungen vor uns. Ich bin mal gespannt, was mich da noch alles erwartet, was die Unterschiede sind. Bei den meisten erkenne ich eh nicht, was da los ist. Aber ihr könnt es mir vielleicht sagen. Wenn ihr die schon mal probiert habt, schreibt mal eure Meinung rein. Samyang Bulldog Carbonara. Kann ich auch auf meine Liste wieder packen. Wer mir dann 5er-Pack bestellt, Grüße gehen raus. Auch bei den Cheese. Also Respekt, Props an die Leute, die mir immer Nudeln zuschicken. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses, wenn wir Montag wieder ein Samyang Nudelpäckchen für euch öffnen.